Also diese Angst war schon da. Man musste ja, also wie gesagt, vorher dieses Visum beantragen. Man hatte dann dieses Visum gehabt, ist dann zur Grenze gegangen und musste dann halt noch durch diesen Checkpoint durchlaufen und das halt vorweisen. Und bis zu diesem Zeitpunkt war die Angst schon da. Ja, muss man vielleicht nicht doch zurückgehen, warum auch immer, keine Ahnung. Man kann ja irgendwelche Merkmale oder irgendwelche Papiere haben, die einen nicht dazu veranlassen, dort hinüberzugehen, trotz der Öffnung. Und als man dann wirklich durch war, aus diesem Checkpoint rausgegangen ist und dann wirklich diese geografische Grenze überschritten hat und dann wirklich im Westbereich war, das war dann, wie soll ich sagen, eine gewisse Erleichterung. Man hat jetzt wirklich mal die Möglichkeit, sich das Ganze anzuschauen, weil vorher ging es halt, nein, nie. Es war ein deutscher oder ein deutsches Gebiet, aber zwei deutsche Staaten, und die Politiker haben ja mehr oder weniger damals auch immer gesagt, von beiden Seiten, so schnell wird das nicht kommen, und auf einmal war es dann da gewesen. Es war ja sehr emotional, das Ganze gewesen, und wirklich bis zum letzten Punkt hatte man immer noch die Angst, machen sie jetzt nicht vielleicht doch noch die Grenze wieder dicht, weil sie sich das doch anders überlegt haben, die haben nicht mit dieser Euphorie gerechnet oder dass dann doch wirklich so viele sich das anschauen oder vielleicht sogar abwandern. Und naja, es ist dann aber offen geblieben und ist jetzt auch 10 Jahre offen und wird sich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr ändern.